Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transient World 5, der Danny spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke Kassel-Würzburg und haben heute die Aufgabe, den EC 114 von Würzburg bis nach Fulda zu fahren. Ihr habt entschieden mit 73%, dass dieser Zug weiter bis Dresden Hauptbahnhof fahren soll und genau das werden wir machen. Ich würde sagen, wir legen los, machen noch ein schickes Foto und dann sehen wir zu, dass wir hier vorankommen. Allerdings haben wir im Moment noch Rot. Mal ganz kurz schauen, warum. Eigentlich dürften wir doch freie Fahrt haben, weil hier ist gar nichts, was uns in irgendeiner Weise stört. Von daher bin ich jetzt gerade ein bisschen verwundert, warum wir noch Rot haben. 13.40 Uhr, den machen wir mal mit Fern. Nach wie vor Rot. Der bewegt sich, das wird an dem liegen. Der wird wahrscheinlich hier rumfahren. Deswegen haben wir Rot. RE55. Ja, der, deswegen haben wir Rot. Das wird sich aber gleich aufheben. Nächster Halt, Fulda. Auf geht's. Das heißt, wir können auch aufschalten auf 60. Wunderschön, wunderschön, so 100. Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir begrüßen auch die in Würzburg zugestiegenen Fahrgäste in unserem Eurocity 114 auf den Weg vom Salzburger Hauptbahnhof nach Dresden Hauptbahnhof. Nächster fahrplanmäßiger Halt ist Fulda. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. In der LZB. Genau, ja. Sie fahren.
So, wie gesagt, ihr habt abgestimmt, dass diese Eurocity bis Dresden Hauptbahnhof fährt. Das heißt, wir fahren jetzt nach Fulda. Dann werden wir auf der Kinzigtalbahn von Fulda nach Frankfurt fahren. Dann werden wir auf der Strecke Köln-Aachen von Aachen nach Köln fahren. Werden auf der Strecke gar nicht. Wir werden ab Frankfurt dann auf die Strecke, linke Rheinstrecke gehen. Von Mainz nach Frankfurt, dann von Mainz nach Frankfurt, sag ich schon, von Mainz nach Koblenz, dann von Koblenz Hauptbahnhof nach Köln Hauptbahnhof. Dann werden wir auf die Strecke Hauptstrecke Rhein-Ruhr von Bochum nach Essen Hauptbahnhof. Werden dann auf die Strecke Riesa Dresden gehen und von Riesa nach Dresden fahren. Ich glaube so, das wird der nächste Fahrplan sein. Ihr könnt mich aber in den Kommentaren gerne verbessern, wenn ich da noch irgendwas vergessen haben sollte an Strecke. So haben wir eine wunderschöne Reise mit unserem Fernzug. Ich habe letztes Mal versucht, Steuerwagen vorauszufahren, das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Ja, weiß ich nicht warum. Es waren in beiden Fahrzeugen ZWS aktiviert, also ich kann euch nicht sagen, woran das liegt, aber naja, so ist das halt. Wunderschön, wunderschön. Ein wunderschöner Zug, ein wunderschöner Zug. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Auch eine sehr schöne Strecke mit einem sehr schönen Repaint.
Also man kann das wirklich so schön machen mit solchen, also so eine schöne Reise, wenn man die passenden Strecken einigermaßen hat, die TSW halt hergibt. Und ja, dann kann man so eine wunderschöne Reise erstellen. Und es scheint ja bei euch anzukommen. Von daher mache ich das sehr gerne. Gespannt, wie das Wetter bleibt. Diesmal werde ich das Wetter nicht manuell verändern, sondern einfach mal abwarten, was passiert. Das ist, glaube ich, auch mal ganz schön. Und dazu ist die Strecke ja noch sehr schön zu fahren, sehr chillig, sehr nice. Man braucht ja eigentlich nur die SIFA drücken. Der Rest wird vom System überwacht. Sprich der LZB. Jetzt los. Warum haben wir jetzt gebremst? Wahrscheinlich SIFA, gehe ich mal von aus. Ja, das ist nämlich das Problem bei der Expert. Also sowohl bei der Lok als auch beim Steuerwagen. Draußen hört man die SIFA nicht, wenn man draußen Aufnahmen macht. Das ist echt ein Problem, muss ich sagen. Also das sollte man dringend fixen. Dass man das draußen eben hört, irgendwie. Dass man dann halt reagieren kann, weil das ist echt ein Problem, muss ich sagen. So, dann haben wir die 200 auch gleich wieder erreicht. Das geht ja eigentlich ziemlich zügig. Um mal bei der Bahn zu bleiben. Also wie gesagt, das sollte man vielleicht in einem Update, finde ich, fixen, dass man die SIFA halt auch draußen hört, wenn man halt auch draußen Aufnahmen macht. Weil es ist einfach nervig. Man kann ja nicht ständig auf die SIFA drücken. Nur damit man die nicht verpasst. Also das sollte man wirklich noch irgendwie ändern. Ist jedenfalls meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe das so.
So, da tut sich was. Gibt's doch nicht. Mein Gott, warum reagiert ihr denn nicht? Was ein Scheiß, ey. Also wenn du auf diesem Bildschirm bist, dann reagiert die SIFA nicht. Das ist doch ein Käse. Ach ja, alles nicht so einfach. So, nach wie vor hält sich das Wetter. Es ist schön sonnig. Keine Wolke am Himmel. Vielleicht können wir ja diesmal trocken anziehen. In der nächsten Folge dann, wie gesagt, Routehopping auf die Strecke Kinzigtalbahn, Fulda-Frankfurt, Frankfurt über Mainz nach Koblenz, Koblenz über Köln nach Bochum Hauptbahnhof bzw. Duisburg Hauptbahnhof, dann Essen Hauptbahnhof. Dann fahren wir schon nach oben. So, 130. Oh, okay. Das ist aber ungewöhnlich. Aber es ist so. Deswegen die 130, weil wir Gleiswechsel haben.
So, und für mich geht es ja im kommenden Jahr, im Frühjahr, endlich wieder los auf Tour. Der ein oder andere wird es vielleicht schon mitbekommen haben. Es geht für mich nach Nürnberg, und zwar Anfang März. Nürnberg Hauptbahnhof wird den Auftakt für 2025 machen. Genau. Freue mich da schon sehr drauf. Hab gerade mal geguckt, die Tickets dafür, also für den ICE erste Klasse mit der BahnCard 25 sind relativ human, möchte ich sagen. Also es kostet mich nicht mal 80 Euro mit Sitzplatzreservierung, wohlgemerkt, für hin und zurück. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm, möchte ich sagen. Also es geht eigentlich. Ich hätte da mehr gerechnet. Sollte man vielleicht frühzeitig buchen, bevor die Ende des Jahres die Preise annehmen. Da wird ja der Fahrplanwechsel gemacht, und dann wird das wahrscheinlich auch teurer. Wie gesagt, ich freue mich da schon sehr drauf. Endlich wieder auf Tour, endlich wieder spotten, endlich wieder Hauptbahnhof-Feeling, endlich wieder für euch unterwegs. Das, was ich am liebsten mache. Das tut unser Makro nicht. Anscheinend ist unser Makro nicht mehr funktionsfähig. Unser Makro tut nicht mehr. Da hat unsere süße 101 einen kleinen Defekt, und zwar tut unser Makro nicht mehr. Das ist natürlich ärgerlich. Müssen wir vielleicht in Würzburg bzw. in Fulda Austauschlot nehmen. Weil ohne Makro ist es eigentlich, glaube ich zumindest nicht erlaubt zu fahren. Ich kann mich aber auch täuschen, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
da müssen wir vielleicht sogar einen Vectron nehmen als Austauschlok. Schauen wir mal, was ich mir da einfallen lasse. So, noch 22 Kilometer. Aber natürlich drücken wir die SIFA. Sehr verehrten Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt, Fulda. Nach kurzem Aufenthalt werden wir unsere Fahrt gen Frankfurt fortsetzen. Meine sehr verehrten Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass wir aufgrund eines Makrodefekts in Fulda unsere Lok tauschen müssen. Dies wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich eine Verspätung von rund 20 Minuten in Kauf nehmen müssen. Die Ersatzlok ist bereits angefordert worden. Hoffen wir, dass sie pünktlich in Fulda eintrifft, sodass wir den Lokwechsel dann auch zügig vollziehen können. Aber wie gesagt, bitte beachten Sie, dass wir in Fulda eine wahrscheinliche Verspätung von 20 Minuten aufbauen werden aufgrund des notwendigen
Lokwechsels, da unsere Lok einen Makrodefekt hat. Ich wiederhole, meine sehr verehrten Fahrgäste in Fulda, werden wir sehr wahrscheinlich eine Verspätung von mindestens 20 Minuten aufbauen, da unsere Lok einen Makrodefekt hat und wir aufgrund dessen einen Lokwechsel vollziehen müssen. Die Ersatzlok ist bereits angefordert worden und wird hoffentlich pünktlich in Fulda eintreffen, sodass wir dann den Lokwechsel auch zügig vollziehen können. Wir bitten dies zu entschuldigen. Vielen Dank. HP0. Kurz vor Schluss. Ach, seht mal, da fährt der ICE-1 rechts. Ach, wie schön. Vielleicht haben wir deswegen rot. Ich denke mal, dass es deswegen sein wird. Wahrscheinlich. Ich mache ihn aus. Oder? Ich weiß es nicht. Nee. So, das war wahrscheinlich der RE oder der IC1, der hat uns da hinten was blockiert. Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir erreichen in Kürze unseren nächsten Halt Fulda.
In Fuller werden wir sehr wahrscheinlich einen Aufenthalt von mindestens 20 Minuten haben, da wir aufgrund eines Makrodefekts an unserer Lok eine Austauschlok verwenden müssen. Diese wurde bereits angefordert und befindet sich hoffentlich gleich in Fuller, sodass wir dann nur noch den Lokwechsel durchführen müssen und wir dann zügig weiterfahren. Wir wünschen allen Fahrgästen, die hier außen umsteigen, noch einen wunderschönen Tag bzw. eine schöne Weiterfahrt. Würden uns freuen, Sie wieder bald in einem unserer Züge zu begrüßen zu dürfen. Wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ihr SBB-Team. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Schon wieder HP0. Das darf doch nicht wahr sein. So, ich habe keinen Bock jetzt mehr drauf. Ich habe da einfach keinen Spaß mehr dran. Da jetzt noch stundenlang zu warten. Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir erreichen Fuller am Bahnsteig 7, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Meine sehr verehrten Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass wir hier eine Standzeit von mindestens 20 Minuten haben, aufgrund des notwendigen Lokwechsels. Vielen Dank.
Sehr schön. Da wären wir. Da hätten wir das Ziel auch soweit erreicht. Nächstes Ziel wäre dann Frankfurt. Das heißt, wir werden hier den Zug verlassen. Und werden uns dann auf die Strecke Kinzigtalbahn begeben. Und werden dann unsere weitere nächste Folge hier auf der Kinzigtalbahn in Fulda starten Richtung Frankfurt. Allerdings mit einer Austauschlok. So, Gleis 7. Das ist schon mal soweit richtig. Wir müssen uns aber, glaube ich, umdrehen. Wobei wir stehen richtig, oder? Gut. Dann können wir hier unseren Zug platzieren. So. Die gute Sus weg. Und dann werden wir mal da eine 193 hinstellen. Und zwar werden wir da nehmen. Die Vectron DB als Einzellokomotive. LTE, Foxlove, Nutella, ÖBB, WSB. Ne, wir nehmen mal. Die sieht doch ganz schön aus mit Graffiti und so. Das ist doch schön. Bitte achten Sie darauf, Ihre persönlichen Gegenstände nicht zurückzulassen. Wobei, wo sind denn jetzt hier die Graffiti? Naja, lassen wir das. Die sieht doch so schön aus. Wir müssen auf jeden Fall erstmal ranfahren. So. Ba-ba-ba-ba-ba. Koppeln wir das Ganze. So, dann das Ganze vorwärts. Genau. Da müssen wir hier noch ein paar Dinge vornehmen. Und zwar gehen wir da erstmal auf. Oder war das auch hier? Das ist die, genau, das ist hier. Ja, jetzt verstehe ich es so. Dann nehmen wir AFB, AFB. AFB, Das Ganze auf AFB. 40. So, hier auf
das Ganze auf O. Zack. So, das hätten wir soweit. Genau, dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Das Ganze machen wir noch auf Dunkel. Schauen, ob wir die Spitzenlichter anhaben. Sieht aber aktuell nicht so aus. Jetzt haben wir sie an. Gut. Ja, dann würde ich sagen, Route legen. Und zwar das Ganze bis Frankfurt. Und da müssen wir nämlich in Frankfurt, also dann Steuerbahn voraus, dann natürlich ab Mainz dann. Ja, schauen wir mal, ob das klappt. So. Wir haben grün, das heißt, wir speichern ab. So. Und dann könnten wir ja eigentlich weiterfahren. Das Problem ist, das Video wird dann zu lang. So, ja, mal schauen. Das sind nämlich auch wieder 88 Kilometer, das ist das Problem. Zugbeeinflussung. Und das wird dann einfach zu lange. Deswegen würde ich sagen, machen wir noch ein kleines Foto und dann ist das nächste, was ihr in der nächsten Folge seht. Lokwechsel in Fulda und mit dem fahren wir dann, unserem EC114 fahren wir dann weiter Richtung Dresden. Nächster Halt Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Und damit soll es dann erstmal das gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny Spitas. Haut rein. Ich hoffe, es hat euch bis hierher soweit gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt einen schönen Rest Sonntag. Euer Dedenny Spitas. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Und tschüss.